sehr, sehr kalter Wind aus Ost. Aber zwei sehr geile Sonnentage ohne eine einzige Wolke. Nicht für die Katz, aber umsonst. Warum? Mehr nach dem Überflug. Kurzer Rundflug über meine Anlage 18,75 kW, Aufteilung Richtung Süd, das große Dach, wo ihr gerade seht, 30 Mal. Dann die Richtung West sind dann 10 Module und Richtung Ost dahinter, seht ihr auch gleich, sind nochmal 10 Module. Das sind 50 Module mit 375 Watt, Solarfabrik Mono S3, 120 monokrystalline Halbzellenmodule und die hängen an einem Fronius 17,5 3M Wechselrichter ohne Speicher. Hier diese Dachfläche, die ihr seht, die kann noch später belegt werden. Hallo, ich freue mich, euch heute meine Februardaten vorzustellen. Diese sind besser als erwartet, was ich im Vorspann gemeint habe mit nicht für die Katz, aber umsonst erkläre ich am Ende der Tabelle. Jetzt gehen wir aber zuerst mal aufs Portal, auf Fronius Wechselrichter direkt und schauen uns hier die Daten an. So, aktuell habe ich 9,56 Kilowatt vom Dach und geht das meiste ins Netz aktuell. Gehen wir mal in die Bilanz rein. Wo fangen wir heute an? Ich würde sagen, am 2. Januar, am 1. Januar, Februar, sorry. 1. Februar. 210 Kilowatt Bezug. Seht ihr hier ja Schnee, mal wieder bei uns im Süden. Gehen wir auf den zweiten Tag rüber. Ist natürlich ein Mordski Hacke, hoch und runter. Meine Verbräuche passen natürlich auch nicht. Wie man sieht, gelb ist der Direktverbrauch und das graue ist die Einspeisung. Gehen wir mal auf der fünfte, das ist die erste schöne Kurve. Gut, die Nachtverbräuche sind immer gleich. Um die 200 Watt circa. Und gehen wir einfach mal durch. Der nächste Tag. Ja, das ist nicht so berauschend. Der neunte war mal ein richtig toller, schöner Tag mit 65 Kilowattstunden. So gefällt mir die Kurve. Der 23. Schauen wir uns auch nochmal an. Morgens hat es gut angefangen, abends hat es gut aufgehört, aber tagsüber war nur mal der eine Peak um 13:15 Uhr. Der Rest alles Wolke verhangen, sehr schlecht Licht, Diffuslicht sogar, hat es zwischendrin mal ein bisschen was gebracht. Aber im Großen und Ganzen mit 28 kW bin ich da eigentlich recht sauer über die Sonne. Kann man natürlich nicht dran drehen. Ist auch besser so, wie wenn jeder dran drehen könnte. Gehen wir zum 27. Hier seht mal die Verbräuche an. 85,7 kW. Ein schöner Tag. Das war das, was ich gemeint habe. Nicht für die Katz, aber umsonst, weil am 26. habe ich meine von PVGIS prognostizierten Werte mit 100% erreicht und die letzten 2 Tage sind also umsonst noch dazugekommen. Der letzte Tag sieht auch noch mal so toll aus. Super Profil.
Und die erste Sonneneinstrahlung 7 Uhr 25 bis 18 Uhr. Das ist doch eine Ansage. Die Tage werden länger. Im Monat sieht es so aus. Schieben wir mich mal auf die Seite. Das sind die zwei super Tage zum Schluss vom Monat. Und wie gesagt, am Anfang hat es mit 200 Watt angefangen. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Gehen wir noch in die Analyse rein. Ihr seht, aktuell arbeitet mein Symo 17,5 3M mit 52% Leistung. Alles im grünen Bereich. So, wo schauen wir denn da mal als erstes hin? Nicht heute. Heute ist natürlich steiler Anstieg, aber wir wollen ja im Februar ein bisschen rumschmökern. Am 5.2. fangen wir doch mal an. So, hier sieht man deutlich die Ost-West-Anlage, die hängt ja an einem String. Das ist der Nachteil, ich kann die Daten nicht trennen. Die Ostseite ganz klar im Schatten, gefroren, Schnee drauf, weiß der Geier was. So wird es halt immer noch sein, solange die Ostsonne noch nicht voll auf das Panel drauf scheint. Geht es halt hier in dem Bereich erst ab 10:30 Uhr los. Ich denke, hier ein Großteil wird schon auf der Westseite mit Diffuslicht daherkommen. Oder die Ostseite ist hier abgetaut und bekommt auch noch was ab. Gehen wir zum 9.2. Was ich festgestellt habe, ich habe immer hier um 8:30 Uhr, 8:15 Uhr, 8:20 Uhr, 8:30 Uhr so ein kleiner Haken drin. Was ist das? Das habe ich mal ein bisschen geguckt und die Kurve verglichen. Hier wieder. In der nächsten Kurve, da sieht man es jetzt natürlich nicht, aber macht nichts. Das zieht sich so den ganzen Monat durch. Auch im letzten Monat schon, dieser Haken. Jetzt habe ich mal um die Uhrzeit rausgeschaut, was da los ist. Und wie es der Teufel will, einem Nachbar sein eines Schuppeneck kommt mir immer noch bedenklich in die Quere auf der Südanlage. Selber Südanlage ist schon die grüne und zieht natürlich die ganze Seite runter. Aber März muss es besser werden. Sonst muss ihm sein Schuppen. Nee, abfackeln wollen wir nicht. Es gibt ja genug Krieg in der Welt. Will ich mit meinem Nachbarn nicht auch noch Krieg anfangen? Kein Thema. Ich lasse es bleiben. Versprochen. Gut, die Werte vom vergleichend zum Februar, Ende Januar, sorry. Gucken wir mal an. Hier hat die Produktion um 9:05 Uhr angefangen. Jetzt sind wir bei 7:25 Uhr. Und endet hat sie am Ende Januar bei 16:50 Uhr. Und jetzt sind wir bei 17:55 Uhr, beziehungsweise 18 Uhr. Also die Tage werden deutlich länger. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen an meiner Tabelle teilhaben lassen. Ich habe hier so ein Sheet. Da trage ich hier täglich, macht natürlich auch Spaß, sie zu verfolgen, meine Werte ein. Bekomme hier meine Daten ausgerechnet. Im hinteren Bereich haben wir dann die kW pro kW Peak, wo das ergibt. Hier das Sheet rechnet es auch zusammen. War im Februar, bin ich auch auf 58,4546
Kilowattstunden pro kW Peak gekommen. Ich bin richtig happy. Jetzt gehen wir mal aufs Auswertungsblatt vorne, auf die Übersicht. Schaut mal her, letzten Monat hatte mir 1,5% über PVGIS bekommen. Diesen Monat sieht es ein bisschen anders aus. 913 war errechnet, 1100 habe ich bekommen. Das sind 21,03% über dem prognostizierten Wert von PVGIS. Hammer! So darf das gerne die nächsten Monate weiterlaufen. Jetzt habe ich mir dann noch was eingestellt bei Fronius, beim Wechselrichter, kann ich mir die Monatsdaten, kann ich mir täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeben lassen. Und da habe ich mir jetzt eine Liste generieren lassen. Da bekomme ich dann die ganzen Werte alle 5 minütlich in einer Tabelle zusammengestellt. Diese Tabelle möchte ich euch gleich mal vorstellen. So, da ist meine neue Tabelle. Wie ihr seht, habe ich hier mal ein bisschen aufbereitet. Die Tabelle hier vorne drin sieht man, die hat 8963 Zeilen gehabt. Da haben sie ein bisschen gekopft auf jeden Tag einzeln. Wie schon anfangs erwähnt, hat die Tabelle jede 5 Minuten einen Wert, also eine ganze Zeile geschrieben mit der gesamten Daten. Gesamtwerte, dann hier der MPP1, der zweite Strang, spezifischer Ertrag, Direktverbrauch, Energie ins Netz, Energie aus dem Netz. Dann haben wir hier hinten noch die PV-Produktion und der Verbrauch. Die PV-Produktion ist natürlich gleich dem Symo-Wert, also kann man den vernachlässigen. Die Tabelle, die fängt natürlich sehr schön schon an. Seht ihr gerade mit 0,21 Kilowatt, also Anfang Februar wieder Schnee. Dann habe ich die anderen noch markiert. Alles, was über 32,5 Kilowattstunde pro Tag ist, ist also über dem Wert von PVGIS. Und diese Sache habe ich alle blau gemacht. Sind halt doch einige Tage dabei rauskommen. 60, 65, 67 und dann die letzten Tage, die letzten zwei, wie ich schon erwähnt habe, mit 85 und 83. Das waren die zwei Tage, wo umsonst zukommen sind. Weil hier ab Tag 26 wäre ich schon durch gewesen mit der Erzeugungsquote laut PVGIS. Schaut mal den Wert an. 1104 Kilowatt. Ich bin mehr als zufrieden. So. Jetzt haben wir ja 60% von meiner PV-Anlage ist Richtung Süden. Und die Ost und West hängt am MPP2, das sind 40%, also 2 mal 20%, da die am selben String hängen. Aus den 60% Dachfläche habe ich 71,5% erwirtschaftet. Aus den 40, Ost-West ist natürlich jetzt im Winter schlechtere Einstrahlung, hat so 28,5% gegeben. Sehen wir das mal im Graph an, wie das aussieht. So, sieht doch ganz gut aus. Hier sind nochmal die zwei super Tage zum Abschluss. Und hier habe ich noch was drunter versteckt. So, im Vorjahresmonat, also im Januar, war natürlich die Einstrahlung auf der Ost-West-Anlage noch schlechter. Wir sehen es hier, da waren es 22% zu 77%. Es wird jetzt im Sommer immer besser, da die Sonne stetig drüber läuft und von morgens bis abends
die dann doch einiges mehr Ertrag abwirft. Wie viel von der Gesamtsumme, bin ich mal gespannt, da die Werte ja aus Ost und West zusammengefasst sind. Was auch nicht schlecht ist, ist der Wert 59,12 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Sehr geil, oder? Also, mit der Zahl kann man was anfangen. Gut, liebe Freunde, das wäre es auch schon gewesen. Für Fragen gerne melden. Unten dürft ihr auch abonnieren und kommentieren und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Danke fürs Zuschauen. Das war jetzt das mit der Tabelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich anders machen kann oder was noch schlecht ist, Ton, Bild. Alles, was ihr loswerden wollt, könnt ihr gern unter in den Kommentar reinschreiben. Okay, in diesem Sinne, der Februar ist rum. Sind wir gespannt, was der März mit sich bringt. Bis die Tage, euer MT-Biker. Ciao.